Moin moin da draußen an den Empfangsapparillos, mein Name ist Ben aka Captain Aldi und herzlich willkommen zu Cloudplay, mal ein etwas anderes Format mit mir hier, kein Gameplay, kein Reaction, weil das Reaction ja auch schon so ein Sonderding war, es gibt kein Let's Play und nix. Wir machen heute ein Unboxing und zwar geht es um VR. Oh ja, ich habe mich ja schon eigentlich sehr lange oder ich interessiere mich sehr lange für das Thema VR, schon spätestens seit der PlayStation VR, also der ersten Brille, die rauskam. Ich muss dazu sagen, dass ich persönlich immer jemand bin, der sehr lange überlegt bei solchen Anschaffungen. Das ist bei mir dann auch kein Impulskauf, sondern halt eher so dieses so Kosten-Nutzen-Faktor, ne? So eine VR-Brille kostet jetzt ja nun nicht wenig. Und nutze ich das in dem Umfang. So, und deswegen habe ich schon bei der PlayStation VR 1 gesagt, ich glaube nicht, gerade auch so in Bezug dessen, dass sie ja wirklich auch nur mit der PlayStation funktioniert. Klar, sonst wäre es ja keine PlayStation VR-Brille. Und ist so eine gefühlte Sache, die Spielebibliothek ist natürlich halt auch nicht so riesig. Plus eben, du brauchst natürlich halt noch Zubehör. Du brauchst die Cam dazu, du brauchst die PlayStation Move Controller, welche so, ja, gerne auch als Eistüten bezeichnet werden. Und ja, und das hat mich halt immer so ein bisschen davon abgehalten, weil ich mir auch genau weiß, ich gebe mir halt Geld dafür aus, nutze es dann irgendwie zweimal, dreimal und dann steht es halt in der Ecke. Und das fände ich dann halt immer schade. Und dann kam irgendwann die PlayStation VR 2 raus und ich habe die zweite oder PlayStation VR 2 auch noch nicht getestet, weiß aber natürlich klar, jo, es ist ein cooles Produkt, die funktioniert. Aber auch da wieder muss ich sagen, das Ding ist teurer als die PlayStation 5 selber und deswegen hatte ich da auch ja nicht wirklich viel Bock gehabt, mir die dann auch zu holen. Also mein Gedankengang war eher so dieses Autarke, ne? Also die Meta Quest 2, um die es heute in diesem Video geht, kann ich autark nutzen und die ist so für sich, ne? So, mit dem Mindset bin ich da jetzt dann dran gegangen, sondern seit Dezember ungefähr, ich weiß nicht, ob schon Anfang, aber spätestens Mitte Dezember habe ich dann aber irgendwie schon spitz gekriegt, dass die Meta Quest 2 aktuell eigentlich überall 299 Euro kostet. Und da ich zwischen den Feiertagen, ja, zwischen Weihnachten und Silvester auf der Arbeit die Graveyard Shift hatte, also quasi die Arbeitsschicht, wo absolut gar nichts zu tun war, hatte ich viel Zeit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ja, habe dann immer schon auch da natürlich überlegt, ja, 300 Euro für eine VR-Brille und so, nutzt du das? Aber ich dachte mir dann schon mal so, ich würde das, glaube ich, so ein autarkes Ding schon mal eher nutzen, als eben was an ein spezielles System gebunden ist. So. Und da war ich schon mal zumindest Schritt weiter und habe schon mal gesagt, ja, holst du die jetzt oder holst du die nicht? Und ich wusste jetzt auch nicht, wie lange das Angebot befristet war. Und habe dann jetzt aber im Laufe dieser Woche gesehen, dass es immer noch da war. Und ich habe mich dann nochmal weiter so ein bisschen damit beschäftigt, weil ihr euch jetzt natürlich ja auch die Frage stellt, warum redet der über die Meta Quest und VR hier, da bei Cloudplay. Ja, hier geht es um Cloud Gaming. Das Ding ist, was ich dann auch rausgefunden habe, dass es für die Meta Quest eine App gibt nachher, für einen Shadow-PC. Ich kann meine Meta-Quest mit einem Shadow-PC verbinden. Das fand ich dann schon sehr cool. Und dann natürlich halt über Steam VR Link, ja, kann ich eben VR-Spiele spielen. Auf der Meta-Quest. Und das ohne Rechner. Ja, ihr kennt meinen Kartoffelrechner. Ja, den guten, mal spicken, den guten Optiplex 3020 Office-Rechner, der refurbished ist. Weswegen ich ja überhaupt mit Cloud Gaming angefangen habe. So, und diese Tatsache, das war so bei mir dann so, wo ich gedacht habe, okay, ich kann es mit Shadow PC verbinden, das Ganze auch hier autark, muss den Rechner dann nicht anschmeißen und überhaupt. Und ja,
Aber genau, die MetaQuest läuft so oder so nicht nur autark, man kann sie aber auch über ein Kabel am PC anschließen. So, das heißt, wenn ihr dann natürlich einen potenten Rechner habt, mit dem ihr auch zocken könnt, könnt ihr sowohl mit der MetaQuest 2 Standalone spielen, über den eingebauten Marktplatz von Meta und könnt das aber auch am PC nutzen. Also das ist schon mal so, ich habe mehrere Verwendungszwecke dafür sozusagen. Und ja, ich weiß, es gibt eine MetaQuest 3, die kostet, lasst mich lügen, 500 oder 600 Euro und die hat dann nochmal die etwas, klar, bessere Auflösung mit drinne, als auch die besseren Kameras für besseres Pass-Through, sprich, wenn ihr Augmented Reality und so weiter nutzen möchtet. Das ist jetzt bei mir aber eher weniger der Fokus, ne? Also bei mir ist es halt wirklich eher so dieses, ich möchte gerne zocken damit, möchte das erleben. Und deswegen habe ich mir die 2er dann jetzt nach ewigem Hin und Her überlegen, dann gegönnt. Wie gesagt, kriegt ihr eigentlich überall für 299. Nicht, dass ihr nachher sagt, 299, 3 Euro, das ist doch Schnapper. Nee, 299 Euro und ihr seht es schon hier am Karton. Ich habe es beim großen A bestellt. Aber die könnt ihr auch bei Media Saturn zu dem Preis bekommen, bei Meta direkt selber auch. Und ich glaube eigentlich fast überall, wo es VR-Brillen gibt. Ja, also dementsprechend, ihr müsst es jetzt nicht da, also wenn ihr jetzt denkt, oh, das klingt aber cool alles und vielleicht möchte ich die auch haben, kauft sie euch, wo ihr wollt. Der Preis ist eigentlich überall derselbe. So, ich habe einfach aus Bequemlichkeit da bestellt. Deswegen Hashtag keine Werbung. Ist alles selber bezahlt. Und wir machen das Ding jetzt mal gemeinsam auf. Finde ich. So. Und ich bin gespannt. Ich habe natürlich auch einige Nutzerrezensionen gelesen bei dem Versandhaus. Und ich bin ja auch gerne mal dann so jemand, der sich dann auch immer so diese Ein-Stern-Bewertung anschaut. Und da habe ich das ein oder andere Mal gelesen, dass KundInnen gerne mal, ja, Geräte zugesteckt bekommen haben, die schon mal geöffnet waren. Vielleicht schon mal bei irgendjemandem waren und dann wieder zurückgesendet worden sind, warum auch immer. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt hier drinne eine original verpackte Nigelnagelneue ist, weil sonst schicke ich die zurück. Und dann bin ich, also dann werde ich auch wirklich sauer, weil, wie gesagt, 300 Euro finde ich schon, ist für mich, wo ich sage, es ist eine Menge Kohle. Und da erwarte ich auch tatsächlich, dass ich dann ein original verpacktes, nagelneues Gerät bekomme. So, ansonsten muss man mir das dann sagen und gibt mir einen Preisnachlass, ist in Ordnung. Aber auch gerade bei so VR-Brillen, ne, das sind ja, wenn wir mal ehrlich sind, das sind ja auch Hygieneprodukte. Ich möchte eigentlich ungerne mir was auf den Kopf ziehen, was schon jemand anderes auf dem Kopf hatte. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie machen wir das auf. Ich drehe den Karton jetzt mal so, damit ich nicht versehentlich euch das Adresslabel in die Kamera halte. So wie ich es gerade eben schon gemacht habe, deswegen so zweiter Aufnahmetake. Hab dann irgendwann gemerkt, okay. Das muss nicht sein. So, ich schneide mal auf hier. Ich das Messer zur Seite. Also was mich gerade schon mal so ein bisschen traurig macht, ist, zeige ich euch das mal, wie das Ding hier eingepackt ist, ne? Also da hätte man doch ein bisschen Füllmaterial reinmachen können. Dementsprechend bisschen sicherer für den Transport machen können. So, wir holen sie mal raus. So. Jetzt will ich erstmal gucken. So, so sieht das Ganze aus, wenn ihr euch eine MetaQuest 2 holt. Das ist der Karton. Wir haben hinten, wie man es ja auch so von Spielekonsolen kennt, auch einfach mal Werbung so für die Titel. So, ich begutachte jetzt erstmal die Labels hier, diese Sicherungskleber. Oh, das scheint noch original versiegelt zu sein. Das Gute ist, wir brauchen hierfür kein
Kein Messer, weil das lässt sich jetzt so aufziehen. So, habe ich jetzt hier irgendwas geleakt? Nein, Seriennummer. Ich glaube, braucht ihr nicht. So. Gut. Wenn wir das Sleeve abgenommen haben, dann haben wir einen formschönen braunen Karton und haben dann das hier. Wahnsinn. So, wir gucken uns jetzt erstmal die Controlettis an. Die Controller sind batteriebetrieben. Das ist links. Das ist schön. Ich glaube, diese Aufkleber werde ich einfach drauf lassen. So. Das kann man. Nee, das kann man auch nicht. Nee, warte mal. Das kann man nicht verwechseln, weil die hier drinnen nämlich auch so einen Button haben. Und wenn ich das jetzt in die rechte Hand nehmen würde, könnte ich den ja gar nicht drücken. Also es ist schon in Ordnung. Ich glaube, den Karton würde ich einfach auch aufbewahren zum Lagern. Gut, da sind natürlich zwei Stück drinnen. Ein linker und ein rechter. Das macht natürlich Sinn. Dann haben wir eine kleine Box. Und in dieser Box ist was? Wahrscheinlich. Genau. Ich finde das Kabel sehr süß. Also zum Laden sollte das reichen. Es ist ein USB-C auf USB-C. Und passendes Netzteil. Lass mal kurz gucken, was der hat. Schön, dass es hier irgendwo auch drauf steht. Gut. Ist ein 2-Ampere-Netzteil mit 10 Watt. Das ist doch schon mal gut. Und okay, ein bisschen was zum Lesen. Jetzt kommen wir zum Hauptaugenmerk. Achso, was auch noch dabei ist, ist ein Abstandshalter. Wenn ihr Brillenträger seid, dann könnt ihr diese Brille auch verwenden. Dann gibt es aber eben noch diesen Abstandshalter, den ihr da draufsetzen könnt. So, und dann einmal die Brille selber. Achso, so rum. Das ist die Meta Quest 2 Silikon Cover. Okay, lass mal raus. Was? Wir haben jetzt noch so ein Silikon Cover. Ich weiß jetzt nicht, für was das gut sein soll. Okay. Kriegen wir auch noch raus, Kinder. So, jetzt nehmen wir das erstmal ab. Gut, das sieht aber eigentlich echt alles soweit gut aus. Wir haben noch, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die Schutzfolie drauf auf den Linsen. Wo man uns auch noch gesagt hat, kein Sonnenlicht auf die Linsen, keine flüssigen Reinigungsmittel. Jo. Ich weiß auch gar nicht, ob die schon Saft hat oder ob wir die noch laden müssen. Aber das werde ich gleich herausfinden, indem ich die nämlich gleich einmal anschmeiße, einmal einrichte und einfach mal gucke, wie das so ist. So, und sobald ich mich damit nämlich beschäftigt habe, gehen wir dann einen Schritt weiter. Dann versuche ich euch zu zeigen, wie ihr dann eure Meta-Quest mit dem mit dem Shadow PC verbindet und auch mit Steam Link VR und dann sogar, das ist ja auch ganz neu sozusagen, gibt es eine Modifikation. Ich weiß allerdings noch nicht, ob das eine Steam-Mod ist oder so, aber auf jeden Fall gibt es jetzt irgendwas, ein Programm, ein Patch, keine Ahnung, dass ihr sämtliche Spiele oder fast alle Spiele, eine Menge auf jeden Fall, die auf der Unreal 4 oder 5 Engine basieren, in VR spielen könnt. Oh ja, und das werde ich mir natürlich auch angucken, denn eines meiner Lieblingsspiele, Ready or Not, der SWAT Tactics Simulator, ist Unreal Engine 4 und
Vielleicht machen wir nochmal ein Robocop-Bonus-Video, denn auch Robocop läuft auf der Unreal Engine. Und ich glaube, Robocop wird auch für April spielen. Das ist, glaube ich, schon richtig geil. Also, das Ding macht einen coolen Eindruck. Werde da gleich mal ein bisschen mit rumspielen, ausprobieren. Und ja, und alles Weitere sehen wir dann nachher im nächsten Tutorial. Wie kriege ich meinen Shadow-PC auf die Augen in die virtuelle Realität? Das könnt ihr euch dann natürlich auch hier angucken. Habt ihr Erfahrung mit VR? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oder würdet ihr das auch gerne mal ausprobieren? Also ich bin echt, wie gesagt, neugierig. Meine ersten Berührungspunkte mit VR waren damals beim Samsung S7 und S7 Edge, als das rauskam. Da hatte Oculus so eine kleine Kooperation mit Samsung. Und da gab es nämlich eine Samsung VR-Brille. Da hat man vorne halt in das Handy reingespannt. Ich meine, das gibt es ja heutzutage immer noch. Habe ich ja auch gesehen, diese Pseudo-VR-Brillen, wo man das Handy halt vorne reinmacht. Aber diese VR-Brille von Oculus, die war speziell für die Samsung-Handys gemacht und die hatten auch eine eigenständige App und so. Und das fand ich schon sehr beeindruckend damals und auch sehr cool, aber es war natürlich halt sehr limitiert. Deswegen bin ich gespannt, wie sich die Oculus Quest 2 schlägt. Und das Ganze seht ihr natürlich hier auf diesem Kanal. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, ja, und, dann, wenn ich selber genug gelernt habe, auch von meinen Ticks, aber vor allen Dingen von meinen Tricks und Tipps profitieren wollt, dann solltet ihr am besten diesen Kanal hier abonnieren, die Glocke läuten und dem Video noch ein Däumchen nach oben geben. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt zu dem Ding, was ich mir angucken soll und euch erzählen soll in irgendeinem nächsten Video, dann schreibt es gerne in die Kommentare und schaut mir das gerne an. Also, coming soon, mehr VR hier bei Cloudplay. Ja, also, ich freue mich. Bin schon sehr gespannt. Ich muss es jetzt unbedingt ausprobieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Ben und das ist Cloudplay.